Temperaturen steigen, Wetterextreme werden häufiger. Seit Jahren wird vor den Auswirkungen des Klimawandels gewarnt. Seit 250 Jahren werden im Benediktinerstift Kremsmünster lokale meteorologische Daten gesammelt. Und die Kurve zeigt, die vergangenen Jahre zählen zu den wärmsten seit Beginn der Messungen. Passend also die diesjährige Ökumenische Sommerakademie im Stift Kremsmünster dem Thema Umwelt und Klima zu widmen. Schöpfungsethik zwischen Wunsch und Wirklichkeit wurde aus theologischen und naturwissenschaftlichen Blickwinkeln beleuchtet. Mit dabei waren auch eine Biobäuerin aus der Region und meine Kollegin Sandra Sabo. Margit Meyer-Lamm und ihr Mann Josef sind seit 10 Jahren Biobauern. Die beiden waren Quereinsteiger. Er hat im Qualitätsmanagement gearbeitet, sie als Agrarökonomin in der Privatwirtschaft. Unser ganzer Betrieb ist eigentlich aus einem Bauchgefühl oder aus einem Vertrauen oder aus einem Wunsch heraus entstanden. Es ist unglaublich, wie das aufgegangen ist, weil wir hätten uns vor 10 Jahren, wie wir begonnen haben, nicht im Traum vorstellen können, dass wir jetzt einen Betrieb haben, so wie wir ihn jetzt haben. Die Meyer-Lamms sind Bio-Gemüsebauern im oberösterreichischen Alhaming. 50 Tomatensorten wachsen etwa in diesem Gewächshaus. Die Natur, da gehört auch der Mensch dazu. Biologische Landwirtschaft ist logisch für die meisten Menschen, sage ich jetzt einmal in unseren Kreisen, dass biologischer Landbau naturnah ist, mehr der Schöpfungsverantwortung entspricht. Ich finde auch den Menschen in der Landwirtschaft und in der Natur arbeitend, das ist für mich noch viel zu wenig im Mittelpunkt. Ich denke, in Zukunft ist es ein ganz wichtiges Thema, wie geht man das auch im Sozialen an? Menschen an der Schnittstelle zwischen Nutzen und Ausnutzen. Weite Teile der oberösterreichischen Landesgartenschau sind derzeit im Stift Kremsmünster zu sehen. Fragen rund um Schöpfungsethik wurden heuer bei der Ökumenischen Sommerakademie debattiert von Menschen, die mit und von der Natur leben. Aus der Sicht vor allem verschiedener christlicher Konfessionen und aus der Perspektive der Wissenschaft. Gärten in der Wüste, so der Titel der diesjährigen Ökumenischen Sommerakademie. Der Begriff Schöpfung bezeichnet umfassend Universum, Natur und Menschen als göttliches Werk. Und ich glaube, dass sich da Wissenschaft und Religionen wieder ein bisschen annähern. Beide hatten das ein bisschen aus dem Blick verloren. Nicht? Also es wurde zum Beispiel viel stärker in den christlichen Religionen betont, macht ihr die Schöpfung untertan, in einer missverstandenen Form dieses Textes. Und die Wissenschaft, vor allem Technologie, also wir können gestaltete Natur und was man halt so damit, Natur aus zweiter Hand war eine Zeit lang so ein Slogan. Und wir lernen inzwischen immer mehr und die Wissenschaft erkennt immer mehr, dass wir zwar sehr gut zerstören können, aber ganz schlecht wieder aufbauen. Und dass wir daher extrem vorsichtig sein müssen, wie wir mit der Natur umgehen, weil wir eben auch ein Teil dieser Natur sind. Nicht nur Kirchturmspitzen ragen in die Höhe im Benediktinerstift, sondern auch der sogenannte mathematische Turm. Seit mehr als 250 Jahren wird hier gemessen, wie viel Regen fällt, wie kalt oder heiß es ist. Die Daten reichen zurück bis in die kleine Eiszeit. Eine Installation im Garten des Konvents zeigt, auch in Kremsmünster steigen die Temperaturen. 2015 war das bisher hier gemessene wärmste Jahr. Folgen des Klimawandels: Das ewige Eis der Gletscher schmilzt. Wetterextreme werden heftiger. Um höchstens 2 Grad, besser nur 1,5, soll die globale Temperatur steigen, so das Pariser Klimaabkommen. Doch nationale Klimaschutzpläne hinken hinterher. Wenn die Treibhausgasemissionen etwa so weiter sich entwickeln, wie sie sich derzeit entwickeln, also nicht mehr getan wird für Klimaschutz, dann muss man davon ausgehen, dass die Temperatur, die globale Mitteltemperatur gegen Ende des Jahrhunderts bei +5, +6 Grad liegt. Wenn die Verpflichtungen, die Nationen in Paris eingegangen sind, eingehalten werden, dann muss man von 3,5 Grad etwa ausgehen. Aber das, wozu sie sich verpflichtet haben zu erreichen, das wären +2 Grad. Also bei +2 Grad hat man das Gefühl, dann ist alles in Ordnung. Aber da muss einem schon bewusst sein, das verändert auch sehr, sehr viel. Langfristig bedeuten +2 Grad einen Meeresspiegelanstieg von ungefähr 40 Metern. Mit langfristig meine ich jetzt 1000 Jahre. Also es ist wirklich langfristig, aber es ist unaufhaltsam.
In der Umweltenzyklika Laudato Si schreibt Papst Franziskus von einer ökologischen Krise, fordert ganzheitliche Ökologie und eine ökologische Umkehr. Gerechtigkeit weilt in den Gärten, heißt es im Alten Testament. Die Verantwortung für die Schöpfung ist eng verflochten mit Gottesnähe, Fairness, Verbundenheit mit Natur. Diese enge Verflechtung, ich glaube, die begegnet uns auf Schritt und Tritt in der Bibel. Wie auch eine neue Heilszeit, wenn der Mensch sich wieder mehr von Gott verführen lässt, versuchen lässt, mehr mit ihm wieder zusammenzugehen, eine neue Heilszeit entsteht und dann geht es dem Land plötzlich wieder gut. Dann verwandelt sich die Wüste wieder in den Garten. Also auch da, diese Bilder sind immer geprägt davon, geht es dem Menschen mit Gott gut, geht es dem Menschen mit dem anderen Menschen, bemüht er sich darum, dann hat das Auswirkungen. Schöpfungsverantwortung ist heute vielerorts ein ökumenisches und interreligiöses Anliegen. Alte und neue Herausforderungen, auch 500 Jahre nach Luthers Thesenanschlag im Jahr der Reformation. Martin Luther sieht die ganze Schöpfungsgeschichte als ein Werk Gottes, die ganze Schöpfung als ein Werk Gottes, die er aber nicht nur geschaffen hat um des Schaffens willen, sondern die er weiterhin in der Hand hält und beaufsichtigt und in diesem Sinne vielleicht auch diese Verantwortung für die Schöpfung nicht nur bebauen, sondern auch bewahren. Naturschutz als spiritueller Wert, auch im Islam. Schöpfungsverantwortung als Gottesdienst. Die Erde ist anvertraut, Achtsamkeit ist geboten. Einerseits bedeutet es sozusagen, den Schöpfer zu ehren, wenn man Verantwortung für das, was er gemacht hat, trägt. Also wenn man damit vorsichtig umgeht, bedeutet es auch eben, den Schöpfer zu ehren. Gleichzeitig bedeutet es auch, also es gibt immer diesen Bezug in den Offenbarungsstellen, in den Versen, zwischen dem Glauben und der Natur, dass praktisch der Glaube gestärkt wird, wenn man die Natur sieht, wenn man die Wunder der Schöpfung sieht. Das Große im Kleinen entdecken und schätzen. Auf dem Biobauernhof in Alhaming ist diese Einstellung zu einem gelebten Wert geworden. Das Kleinbleiben wird hier als Chance und Herausforderung erfahren. Wir haben gemerkt, dass es schwierig ist, klein zu bleiben, weil wenn man dann was kann, dann könnte man ja immer nur mehr machen. Und haben auch an unserem Beispiel verstanden, warum viele Betriebe dann plötzlich so in die Größe gehen, weil man kann es, man weiß, wie man das anbaut, man hat endlich die richtige Technik und man hat auch die Kundschaft, das war bei uns auch. Eines der drei Gewächshäuser. Man könnte noch mehr anbauen, noch mehr ernten. Doch um klein bleiben zu können, ist man hier Kooperationen eingegangen mit Bauern aus der Umgebung. Margit Meyer-Lamm motiviert, Biogemüse anzubauen und zu verkaufen. Wir sind ja drauf gekommen, dass diese Kooperationen nur viel mehr Freude uns bringen, als wenn wir jetzt so alleine da herumwurscheln würden. Ja. Wenn wir nachhaltiger leben, ist das eine Umstellung. Es bedeutet Veränderung. Aber diese Veränderung ist meines Erachtens ein Gewinn. Wir werden manches verlieren, aber ich glaube, wir werden nicht das verlieren, was eigentlich die Lebensqualität ausmacht. Es gibt eine Überlieferung, wo es eben heißt, selbst wenn das der jüngste Tag ist und du hast ein Pflänzchen in der Hand, dann sollst du es setzen. Also du sollst es einpflanzen, auch wenn es schon zu spät ist, sozusagen. Und ich glaube, dass die Religionen auch eine ganz wichtige Quelle sind für Hoffnung, einfach Vertrauen auch zu haben, dass man tut, was man kann und nicht aufgibt. Dennoch, wie angesichts globaler Krisen Hoffnung schöpfen? Wie Wünsche Wirklichkeit werden lassen? Pessimistische Menschen sind einfach unbeweglicher. Und ich finde, man sollte sich einen gewissen Optimismus bewahren. Und der Glaube, der kann diesen Optimismus unterstützen. Trotzdem vorsichtig in die Zukunft blicken und auch umsichtig. Ich muss ja sagen, ich beschäftige mich sehr wenig mit so Negativszenarien. Ich versuche einfach in dem, was wir tun, genau das Gegenteil zu machen, Positives vorzuleben, andere damit anzustecken. Das geht auch in die Spiritualität hinein. Die Frage, ich versuche ganz stark, dass wir wirklich auch mit unseren Gedanken und mit dem, was wir aussenden, im Positiven und im Optimistischen bleiben.